Mein Name ist Percy Stewart. Mein Name ist Reginald Proster, Rechtsanwalt. Ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Die neue Aufgabe für Mr. Percy Stewart steht auf der Tagesordnung. Ich möchte heute Lord Hamilton bitten, diese Aufgabe zu stellen. Nichts lieber als das. Wie Sie wissen, Gentlemen, gehört Carpage Castle zu unserem Familienbesitz in Schottland. Mhm. Allerdings habe ich das Schloss verpachtet. Diese alten Kästen zu erhalten, kostet ja ein Vermögen. Sie waren ja immer schon sehr geschäftstüchtig. Ja, da komme ich gleich nach Ihnen, lieber Freund. Aber zum Thema. Carpage Castle ist heute ein beliebter Ausflugsort für Amerikaner. Die Amerikaner machen sich auch überall breit. Von mir aus? Die bringen Geld ins Land, also dürfen sie. Nun möchte ich gern, dass Mr. Stewart eine Nacht auf Carpage Castle verbringt. Aha, also eine Nacht unter Landsleuten sozusagen. Der Junge ist ein genauso guter Engländer wie wir alle. Dass er durch Geburt Amerikaner wurde, ist doch nicht seine Schuld. Lord Hamilton, darf ich Sie bitten, uns Ihre Aufgabe etwas näher zu erklären? Da ist nicht viel zu erklären. Er soll eine Nacht dort schlafen und feststellen, was es mit dem Spuk auf sich hat. Moment. Meinen Sie damit, dass Carbridge Castle ein Gespensterschloss ist? Ja. Aber erst seitdem die Amerikaner als Touristen dort wohnen. Der alte Schottengeist wehrt sich gegen die Verfremdung. Jetzt werden Sie albern, Colonel. Bitte, ich möchte die Versammlung bitten, mich von der Aufgabe als Schiedsrichter zu entbinden. Ja, aber Reginald, was ist denn in Sie gefahren? Sir John, ich bin es gewohnt, bei der Kontrolle des Kandidaten innerhalb seiner Aufgabenerfüllung in die verschiedensten Schwierigkeiten zu geraten. Man hat mich niedergeschlagen, man hat mich fast erschossen, um nur einige Fakten zu nennen. Aber dass ich jetzt auch noch auf Gespensterjagd gehen soll, das ist zu viel. Wenn Sie als Schiedsrichter zurücktreten, dann können Sie auch gleich als Rechtsbeistand des Clubs nach Hause gehen. Bitte, bitte, bitte nicht allzu scharf, General. Inzwischen ist Reginald ja Zivilist. Das ist es ja gerade. Ein Soldat würde nicht kneifen. James, bitten Sie Mr. Stewart herein. Mr. Percy Stewart, bitte. Na, die heutige Aufgabe wird Ihnen Lord Hamilton stellen. Bitte, ich wünsche Ihnen viel Glück. Danke, Sir John. Keine Sorge, Mr. Stewart. Was ich von Ihnen verlange, ist nicht schwierig. Sie sollen eine Nacht auf Carbridge Castle verbringen und feststellen, ob es dort wirklich spukt oder was es mit dem Spuk auf sich hat. Ich werde mein Bestes tun, Lord Hamilton. Gentlemen. Guten Abend. Guten Abend. Willkommen auf Carbridge Castle. Gesundheit, Sir. Was heißt hier Gesundheit? Das wird ein ausgewachsener Schnupfen. Mr. Stewart. Mein Name ist Reginald Proster. Bitte ist das. Sehr angenehm. Entschuldigen Sie bitte. Mein Name ist Drax. Ja, ich glaube, ich lasse Ihnen erst mal Ihre Zimmer zeigen. Dann ein heißes Bad. Und wenn Sie wieder herunterkommen, wartet ein heißer Punsch auf Sie. Verzeihen Sie, Mr. Drax, könnten wir vielleicht die Reihenfolge ein bisschen ändern? Wie bitte? Vielleicht erst die Zimmer, dann einen Punsch
Danach ein Bad und dann noch einen Punsch. Aber selbstverständlich. Sagt Ihnen diese Reihenfolge auch zu? Nein, ich hätte erst einen Punsch, dann das Zimmer, dann einen Punsch und dann das Bad und dann noch einen. Sie benießen es. Sorgen Sie dafür, dass die Herren sich wie zu Hause fühlen, Daniel. Sehr wohl, Sir. Sie gestatten, dass ich vorausgehe. Bitte schön. Na, wie gefällt's Ihnen hier? Also der St. James Club ist etwas gemütlicher. Och, Sie werden doch wohl eine Nacht ohne Ballett auskommen. Ich muss wohl. Sagen Sie, wie liegen die Zimmer hier eigentlich? Mr. Pruster wohnt neben Ihnen, Sir. Aber die beiden Räume haben eine Verbindungstür. Wenn die Herren wünschen, dann schließe ich sie auf. Ja, dann tun Sie das bitte. James. David, Sir. Pardon, David. Was? Percy, sind Sie da? Ja, ja, kommen Sie rein, Reginald. Sagen Sie, Percy, ist Ihr Gemach auch sein Museum? Mein scheint die umgebaute Folterkammer zu sein. Alte Schlösser sind keine Luxushotels. Ach du liebes Heimatland, was ist denn das? Die Menschen früher waren kleiner und die Betten waren größer. Ja, scheint ja schon die Queen Victoria drin gehaust zu haben. Wahrscheinlich steinhart. Das. Sie gestatten doch mal. Ja. Tun Sie Ihren Gefühlen keinen Zwang an. Ja. Oh. Oh Gott, Richelieu! Das sind die Edelsten auf Ehren, die nie aus Schaden klüger werden. Wissen Sie was? Sie schlafen in dieser Klamotte und ich gehe in Ihr Zimmer jetzt. Das habe ich bloß verbrochen, dass ich mit Ihnen so gestraft bin. Waren wir in Afrika, Roundtrip, Safari. Von Casablanca die Küste runter bis Dakar und von da aus querfeldein nach Fulani. Jede Menge Elefanten und Neger, das kann ich Ihnen sagen. Die laufen da alle nackt rum. Kind, benimm dich. Was regst du dich auf, Jennifer? Du hast doch mehr Fotos geschossen als Kate und ich zusammen. Hm? Du bist heute wirklich unerträglich, Edward. Gute Nacht. Komm, Kate. Ich bin doch noch gar nicht müde, Mom. Tu, was deine Mutter sagt, mein Kind, sonst haben wir morgen wieder Ärger. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, ja. Die alten Knochen sind stinklangweilig. Bis morgen. Bye, bye. Bye, bye. Was hat sie denn mit alten Knochen gemeint? Das weiß ich nicht. Ich habe nur bemerkt, dass das Mädchen sie ansah, als sie es sagte. Mr. Stewart, Mr. Brewster, ja. Darf ich Sie mit unseren Gästen bekannt machen? Miss Hawkins. Guten Abend. Mr. Rawlings. Guten Abend. Mr. Hastings. Chicago. Schweine en gros? Hey, woher wissen Sie das? Oh, einfach geraten. Pardon. Was machen Sie denn hier? Eine schwarze Frau mit Totenkopf im Flur oben. Na, was soll denn der Blödsinn? Ist doch noch nicht 12, hä? Na, wie erklären Sie sich das? Das verstehe ich nicht. Edward, hm? Was ist denn das für ein Lärm mitten in der Nacht? Kate hat einen Geist gesehen. Quatsch. Außer Mrs. Fulham und mir ist kein Mensch hier. Aber ich habe doch einen Totenschädel gesehen. Ach wirklich? Oh, das glauben Sie doch selbst nicht, kleines Fräulein. Kommen Sie, ich bringe Sie nach oben, Kleines. Das kann ich ja machen. Nun erzählen Sie mal, was los war. Ich habe keine Ahnung. Also uns können Sie es doch sagen. Ohne versprochene Geisterstunde wäre ich doch nicht extra nach Schottland gekommen. Und die Herrschaften hier zahlen ihre gepfefferten Preise auch nicht umsonst.
Ihnen ist einer Ihrer Geisterfritzen zu früh aus der Kiste gekommen, stimmt's? Mr. Hastings, mir kommt kein Geisterfritze zu früh oder zu spät aus der Kiste. Denn hier gibt es weder Geisterfritzen noch Kisten. Auf Carriage Castle spukt es wirklich. Das wollen wir hoffen, Mr. Drax. Ich dachte schon, es ist Harald. Dein Mann ist in der Halle und hält mal wieder einen seiner Geistervorträge. Das verdammte Ding nicht auf. Harald muss die Kombination geändert haben. Hält dich nicht auf. Das schafft mein Mäuschen spielend. Aber deswegen bin ich gekommen. Wir hauen nach der Geisterstunde ab. Dieser Stuart gefällt mir nicht. Der ist gefährlich. Aber übermorgen kommen noch drei Amerikaner. Die sollten wir mitnehmen. Morgen ist Schluss. Du kommst nach, sobald sich der Wirbel gelegt hat. Es ist nämlich gut, wenn einer von uns der Polizei auf die Finger schaut. Und ich sage Ihnen, das Bild hat mich angesehen. Ja, ja. Sie trinken zu viel Punsch, Reginald. Er schlägt Ihnen auf die Augen. Ja, und Ihnen anscheinend aufs Gehirn, nicht? Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Wie Kate den Totenschädel. Ja, mit Ihnen kann man ja nicht vernünftig reden, Percy. Aber bitte, bitte, ich muss ja nicht die Geister fangen, sondern Sie. Sie haben recht. Wie spät haben Sie es? Es ist gleich Mitternacht. Geisterstunde. Was meinen Sie, ob die mit weißen Frauen oder mit kopftragenden Rittern arbeiten? Das werden wir ja leider gleich feststellen können. Thank you.
Wetter, da gibt man Vermögen aus, um Gespenster zu sehen. Das Einzige, was funktioniert, bist du. Edward! Hello, old boy! Hey, du Konservenmensch, lass die Brieftasche liegen, das geht so weit. Bleib stehen, oder ich mach ein Sieb aus dir. Haben Sie das gehört? Hey! So haben wir nicht gewettet, Bursche. Dieser Herr in Dosen scheint ein Roboter gewesen zu sein. Wir reisen ab. Ja, Mom. Das kann ich verstehen, Mrs. Hastings. Mr. Rawlings, würden Sie so freundlich sein und alle Herrschaften in die Halle bitten? Was ist geschehen? Jemand hat dieses Monstrum auf die Hastings gehetzt. Keine Stunde bleibe ich länger in diesem Haus. Ich auch nicht. Okay, Jennifer. Wo ist eigentlich David? Er muss jeden Augenblick kommen. Und Mr. Drax? Mein Mann ist oben im Büro. Ich habe bei Harold geklopft. Im Büro meldet sich niemand. Aber Harold muss oben sein, Mutter. Sie entschuldigen mich einen Moment. Wo wollen Sie hin? Dreimal dürfen Sie raten. Da! Sie. Sie leben wieder. Fangen Sie nicht auch noch an, Gespenster zu sehen? Percy, ich schwöre Ihnen, das Bild hat uns beobachtet. Na, das Bild wohl kaum. Bleiben Sie hier, Reginald. Und achten Sie darauf, dass keiner die Halle verlässt. Doch nicht mehr der Jüngste. Jetzt, David! Noch nicht, David! Also, ich finde es ausgesprochen ungemütlich hier. Ja. Lass uns nach oben gehen. Mr. Stewart hat gebeten, dass wir hier in der Halle bleiben sollen. Also dieser Stewart hat uns gar nichts zu sagen. Wir sind amerikanische Staatsbürger. Mr. Stewart lässt die Herrschaften bitten, die Zimmer wieder aufzusuchen. Ich denke, Sie lassen sich von Mr. Stewart nichts sagen. Mr. Hastings. Kommen Sie, Miss Hawkins. Thank you.
Reginald. Nein, bitte. Bitte nicht mit mir. Gute Nacht, Mom. Gute Nacht. Gute Nacht, Miss Hawkins. Oh, nun schauen Sie doch nicht so blöd. Helfen Sie mir lieber hier raus. Ja. So doch nicht. Oben im Flur. Das vierte Bild von links. Das vierte Bild von links. Ja. Wollen Sie zu mir? Nein, wie kommen Sie denn darauf? Ja, weil Ihr Zimmer doch da vorne liegt. Ach so, ja, natürlich, ja, ich war ganz in Gedanken. Ruhe! Kein Mechanismus. Den Schlüssel muss der Henker haben. Wo kommt denn der schon wieder her? Dieser Herr wollte mir einen Scheitel ziehen, aber es ist ihm nicht gelungen. Danke. Wenn ich nur wüsste, wo George bleibt. Der Alte hat doch eine Macke. Es wird Zeit, dass er langsam mit der Klapsmühle kommt. Ich verbiete dir, so von meinem Vater zu sprechen. Quatsch mich doch nicht von der Seite an, ja? Also, wenn der Mackenprinz nicht bald kommt, dann verschwinde ich allein. Du beeil dich doch, George! Guten Abend. Lassen Sie das, David. Mr. Brewster ist in solchen Sachen sehr korrekt. Entschuldigen Sie meine Maskerade. Ich wollte nur wissen, wer alles zum Geisterkonzern gehört. Tja, Gentlemen. Drahtzieher und Initiator dieser ganzen Sache war Mrs. Nellie Drax. Das Schloss ihrer Väter diente dazu, reiche Amerikaner zu schröpfen. Nun, die Gäste sind abgereist, Carbridge Castle ist geschlossen. Leider, Lord Hamilton, Mr. Harold Drax ist verstorben. Und die Miete ist er mir auch für 2 Monate schuldig geblieben. So spielt das wahre Leben, Lord Hamilton. Was soll ich jetzt machen? Sich einen neuen Pächter suchen und die verlorene Miete als Kaution kassieren. Hutsch! Wer die Welt und jeden Kontinent und die 7 weiten Meere kennt, ist ein Mann mit 1000 Träumen, den man Percy Stuart nennt. Wenn des Nachts der Mond am Himmel steht und der Wind um dunkle Ecken weht, lauert, wie das immer so war, im schönsten Moment die größte Gefahr. Und in 99% gibt es doch für mich ein Happy End. Percy Stuart, das ist unser Mann. Ein Mann, ein Mann, ein Mann, der alles kann.